Willkommen zurück zu einer neuen Videoserie. Ich will jetzt mal so eine Woche lang jeden Tag quasi dokumentieren, was ist der Duft des Tages, aber natürlich auch passend mit dem Outfit des Tages. Einfach mal so ein Gesamtkonzept, so ein Gesamtbild darzustellen, meine Gedanken dazu und einfach, ja, nochmal so ein, ja, wie gesagt, neue Serie implementieren. Vielleicht gibt es da die ein oder andere Inspiration dabei, weil oftmals, ne, sind die Düfte auch ein bisschen umfassender so. Man möchte das Ganze so in seinen Alltag, in sein Outfit, in seine, wie auch immer, Stimmung einbetten. Und um das so ein bisschen, ne, einfach mal zu dokumentieren, fangen wir heute mit dem ersten Tag an. Jetzt geht's los. Heute Duft des Tages ist der gute alte Diaghilev. Ja, irgendwie, ich musste den mal wieder auspacken. Ich hatte echt Bock drauf. Der hat ja schon so ein bisschen was Oldschooliges, ist ein Chypre-Duft. Also, ja, er ist durchaus moschuslastig, etwas Oldschool, er hat auch viel solche, ich nenne es mal, seifigen Elemente, finde ich, die sehr, sehr stark in der Projektion rauskommen. Aber ich gebe euch mal hoffentlich irgendwo noch einen Link, wo ich den mal besser beschrieben habe, weil es ist schon ein Duft, der ist recht komplex. Man erkennt immer neue Dinge und ich glaube auch für jeden, besser den mal vorab auf der eigenen Haut zu testen, sonst könnte es da vielleicht große Enttäuschungen geben und vor allem bei dem Preis. Bitte, bitte keine Blindkäufe. Aber was habe ich mir gedacht? Nee, ich weiß nicht. Ich hatte einfach Bock auf den Duft heute. Outfit etwas wild. Ich werde es euch gleich nochmal ein bisschen genauer zeigen. Ja, man sieht es, ne? Hier mein guter Zebra-Pulli. Den habe ich im anderen Video auch schon angehabt. Da gab es auch schon witzige Kommentare zu, habe ich gesehen. Aber passend dazu, wir schwenken mal runter. Gibt es auch noch die, die passenden Schuhe zu? So viel zum Thema, natürlich kein echtes Fell oder so, alles Imitat, aber ich fand es irgendwie witzig und habe gedacht, komm, das passt halt gut zusammen. Es war ein bisschen auffällig, aber muss auch mal sein. So auch der Duft und dementsprechend war das heute Dienstag, um genau zu sein. Jetzt kommt gleich noch der liebe Julian vorbei von Capture the Frag von Instagram. Das ist so eine Meme-Seite, werde ich euch mal verlinken, finde ich immer ganz witzig, immer coole Sachen, coolen Content. Dann gehen wir noch ein bisschen Düfte abchecken. Ansonsten, wir sehen uns morgen. Bis bald. Weiter geht's mit Tag 2. Duftupdate heute. Edition Blanche von Chanel. Ja, heute ein bisschen schicker unterwegs. Ich habe gleich noch einen Termin. Dementsprechend sollte es nichts Aufdringliches sein, was gefällig ist. Und ich gehe danach noch ins Fitness. Dementsprechend muss das ganz gut passen und darf kein so ein Utstinker sein. Sonst wird es, glaube ich, immer ein bisschen kritisch. Duft selber schön zitronig, frisch anfangen. Es kriegt dann so eine süßlich-cremige, mandelige Richtung. Also so ein bisschen Zitronenkuchen-Vibes hinten raus. Geiles Ding, elegant, schön, gute Qualität, sehr gefällig. Dementsprechend passt und guckt mal raus. Ah, sieht man's? Ja, man sieht's. Man sieht's, man sieht's. Also, es hat geschneit. Von dem her passt doch der weiße Duft wunderbar. Ansonsten, Outfit des Tages, ne? Entspannt, Trenchcoat. All Black wie immer. Klassiker, das sollte doch passen. Juju, weiter geht's mit dem Outfit-Update und dem passenden Duft. Heute, ja, etwas nachdenklicher mit der Rollkragen. Die habe ich tatsächlich gerne an, wenn es zu kalt ist. Heute der passende Duft dazu ist der Dior Homme Parfum. Hat eigentlich natürlich einige Parallelen zum Dior Homme Intense, nur haben wir hier gleichzeitig noch so eine düsterere, ledrigere Note einfach unten drunter. Also wir haben auch diese schöne, geile, pudrig, bisschen stechende Iris, die sehr elegant und luxuriös und teuer riecht. Aber gleichzeitig, wie gesagt, dunkler Unterton hinten raus, bisschen süßer, vanilliger der Duft. Also wenn ihr den noch irgendwo ergattern könnt, macht das, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ich finde gerade so mit Rollkragen ein bisschen eleganter, nachdenklicher. Ich weiß nicht, da passt dieser Duft einfach mega gut zusammen. So gesehen, bei mir eh immer alles meistens all black. Ein weiterer Tag steht an heute. Etwas klassischer, stilvoller quasi unterwegs. Na, wie immer all black bei mir. Rollkragen, all black, schwarze Boots, Trenchcoat. Und passend dazu, wenn wir schon so im Herrenstyle unterwegs sind, den Reckless von Roja, eine, ja, recht, ich sag mal, wirklich klassische Herren-DNA. Wir haben so einen Schuss Zimt, der sich allerdings nicht zu weihnachtlich hier irgendwie implementiert, sondern einfach eine geile, ich nenne es mal, Würze mit reingibt. Ne? Auch dieser schön frische, maskuline Kardamom. Auch das gibt eine gute Würze bei.
Schön grüne, frische Noten, die das Ganze noch irgendwo abrunden, leicht machen, spritzig machen. Also wirklich ein sehr, sehr, sehr eleganter, klassischer Männerduft, muss man wirklich sagen. Und ich glaube, ganz passend für so ein Outfit, ne? Auch der Clive Christian, der normale C, ne, X4Man, sorry, ist sehr, sehr vergleichbar, falls ihn jemand kennt, um eine gewisse Einordnung zu haben. So sieht's aus, wir gehen gleich los. Wir waren hier drin, auf geht's. Dann es ist der 24. Es ist Heiligabend für alle, die Weihnachten feiern. Und zu guter Letzt natürlich meine Düfte oder Dufte des Tages. Es werden wahrscheinlich mehrere diese 2 Tage über. Logischerweise. Es ist wie jedes Jahr einer dieser beiden, beziehungsweise ich werde heute den Maskerud, morgen dann den Amberaud tragen. Ich hoffe, man sieht's. Für mich beides so Weihnachtsdüfte, ne? Allein schon farblich, aber einfach weil sie so besonders sind, so speziell und einfach so selten auch zur Anwendung kommen. Wenn man sie echt immer für so spezielle Anlässe und auch elegante, schicke Anlässe, wie auch immer, aufheben möchte. Deshalb Amberaud oder Maskerud von Roja, das dieses Jahr, so wie jedes Jahr bei mir, die Weihnachtsdüfte. Jo, heutiges Update. Ein Tag ist wieder vergangen. Ich bin auf eine Hochzeit eingeladen. Also deshalb nicht wundern, warum so schick. Ich glaube, das ist ganz interessant, was es dementsprechend für ein Duft des Tages geworden ist. Ja, Outfit, Hosenträger, alles so ein bisschen Glitzer, Schuhe auch. Ansonsten, ich hoffe, es wird nicht zu sehr Beerdigungsstyle wieder ziemlich dunkel gehalten. Ne? Aber es ist, da das Ganze ja so ein bisschen ne, klassischer, bisschen Herrenstyle-mäßig angelehnt ist, auch hier ein passender Duft dazu, den Reckless von Roger Parfums. Klassischer Kardamom, würziger, frischer Herrenduft, der einfach, finde ich, sehr, sehr gut mit diesem Style so harmoniert. Und auch nicht so krass ist, so von der Ausstrahlung. Er hält bei mir wirklich sehr, sehr, sehr lange, muss ich ehrlich sagen. Also teilweise 16, 18 Stunden auf der Haut gut erkennbar, aber wie gesagt, Projektion in einem sehr gesellschaftstauglichen Maße. So gesehen wird das der Duft des Tages. Mal gucken, was uns sonst noch erwartet. Ich nehme euch, ja, ich weiß gar nicht, 1, 2 Tage noch mit. So sieht's aus. Bis dann. Ciao, ciao. Weiter geht's mit dieser Outfit- und Duftreihe. Heute ist es der Clive Christian. Woody Leather Intense, nochmal ablesen. Ja, genau. Letztendlich riecht der Duft wie der uns allbekannte Tuscan Leather von Tom Ford. Also wir haben eine sehr ja, dunkel schwarzes Leder gepaart mit einer fruchtigen, ich finde auch hier sehr stark ausgeprägten Himbeere. Die Frucht, finde ich, kommt hier ein bisschen stärker und länger durch als beim Tom Ford-Äquivalent. Das Leder ist ein Hauch dezenter, aber er ist sehr fein, er ist sehr elegant und zum heutigen Outfit, also diesen Duft heute etwas, ja, ich weiß nicht, auffälliger, sieht man das, ne? Hier, das Hemd glitzert ein bisschen und so auch die Schuhe. Die haben hier hinten auch so ein Ding. Also heute ist ein bisschen wärmer, ein bisschen schöner, ein bisschen lockerer unterwegs. Wetter ist gut, Sonne kommt raus, so muss das. Weiter geht's mit dem Outfit- und Düfte-Video. Ja, bis gerade eben war es eigentlich noch mega schön draußen. Nichtsdestotrotz zeige ich euch heute mal wieder meinen Duft des Tages in Kombination mit dem Outfit des Tages. Ja. Es war schön, es war frühlingshaft. Man hat wieder Bock gehabt auf blumige Düfte. Ich weiß nicht, immer wenn es so frühlingshaft wird, habe ich Bock irgendwas mit Blumen, weil dann sprießt ja eigentlich wieder alles. So gesehen, heute war es der, hier steht es nämlich schon, der gute alte Rouge Malachit aus der Armani Privé-Reihe. Generell so ein, ja, doch tuberosenlastiger Duft mit etwas exotisch Songcreme-artigen Ylang-Ylang ein Schlag. Also ein bisschen pudrig, süß, schwer, blumig. Aber irgendwie hatte ich heute Bock drauf, weil es doch nur kalt ist, aber schön. Und so gesehen war es eigentlich eine ganz gute Mischung. Und natürlich passend zum Outfit. Weil rot. Weil rot, roter Pulli. Hier habe ich gesagt, passt zu den Schuhen mit diesem roten Detail noch. Hat das Ganze eigentlich ganz gut gematcht. So gesehen war das der Duft des Tages mit Outfit des Tages. Ich weiß gar nicht, ist es der letzte Tag innerhalb der Woche? Wenn das so sein sollte, in dem Fall schon mal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Vielleicht habt ihr ein bisschen Inspiration gefunden und könnt ihr mal eure Lieblingskombination da lassen. In diesem Sinne wieder vielen Dank. Bis dahin. Ciao, ciao.